Vielleicht auch eine große. Hm, das reicht. Weil ich will einfach nur das Bauprojekt hier fertig bekommen. Oh, es ist da was hingebaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das passt. Na gut, hier könnte ich das... Warte mal, das reicht doch eigentlich. Oder... Ah, nicht wirklich. Ja, doch. Moment. Nee, doch. Ich brauche noch einen Abriss. Jetzt werde ich hier übermütig. Jetzt, wo es kurz davor ist, fertiggestellt zu werden. Tada! Die Verbindung steht. So, jetzt werde ich noch hier die Straßen ein bisschen gerade rücken. Hier kann man zum Beispiel eine Brücke drüber bauen. Hier könnte man... Also das geht ja nicht, weil da wieder irgendwas im Weg steht. Parks kann man ohne rummeckern von der Stadtverwaltung abreißen? Oder wie muss ich das interpretieren? So, wir lassen mal diesen Zug, der hier... Das ist bloß ein 200er. Das ist natürlich auch gefährlich, aber mit diesen ganzen Bahnübergängen, das könnte man auch noch mal Schlieren Waldrand. Wir nehmen mal Kreuzlingen Heilbad, nehmen wir mal so einen schnellen, wo ist denn das nächste Depot? Es gibt in dem Bereich kein einziges Depot hier, sehr schwach. Na, gehen wir hier hin. So, das Schnellste, was wir haben. Ja, es ist leider nur der Pendolino. Der fährt nur nach Appenzell. Dahin und dann nach Kreuzlingen. Abfahrt. So, Verbindung ist aufgenommen. Passagiere, sind sie hier? Zack. Mal gucken, ob der überhaupt hier irgendwas ranholt. So, und von Appenzell müsste man eigentlich jetzt nach... So, Neuchâtel Heilbad, das ist ja auch nochmal Fernzug halt. Fährt auch erstmal nur ein Zug. Genau, dann müsste man eigentlich hier so an der Küste lang nach Neuchâtel bauen. Sag ich mal. So, und der fährt wieder zurück. Ja gut, da ist natürlich jetzt hier das Gebirge. Da ist natürlich die Frage, ob man hier so durchbaut. Dann müsstest du ja wieder hier hoch, ne? Eigentlich müsstest du hier oben rum, hier lang. Ja
Ja gut, das würde auch gehen. Da musste ich ja durchs... Oh, hier ist durch das Gebirge. Das können interessante Streckenführungen werden. Eine sehr schöne, interessante Streckenführung auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal so über die... Weil ich jetzt nicht allzu lange aufnehmen wollte eigentlich. Machen wir hier nochmal die ganzen Bahnübergänge weg. Das einfach schnell mal tunneln. Den Spaß. Danke, dass sie da direkt ein Haus hinbauen. Sowas aber nicht gedacht. Oh, halt. Sowas auch nicht gedacht. Ach, lasst doch... Ach, Menno, warum? Lasst mich das doch erstmal fertig bauen. Achso, Moment, das ist ja Schwachsinn. Das muss ja offen bleiben. Damit die hier rüberfahren können. Oh, 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 gefährlich. Anhalten. Erstmal den Zug rausfahren lassen. Ich müsste sowas auch irgendwie die Stadtbewertung erhöhen, wenn man irgendwelche Gleise, die schon ewig unter die... Kommen Sie, sechs, zwei Theater hingebaut, ja? Wenn man irgendwelche Gleise, die schon ewig quer durch die Stadt gehen, wenn man die... Wenn man die unter die Erde legt. Oh, hier hinten müsste man es eigentlich auch machen. Na, ja, hinten lohnt es aber auch nie so wirklich, ne, wegen dem Abzweig. Kommt direkt der Abzweig, da kann es jetzt nie so diesen Mega... Das müsstest du alle platt machen. Vielleicht lasse ich das auch erstmal. Halt, ich... Achso, ja. Na gut, Appenzell generiert doch ein paar Passagiere. Achso, der fährt dort hinten noch hin. Kreuzing-Heilbad sind 6 Züge. Ja, weiß man ja, ob man das nicht doch noch irgendwie mal ausbauen muss. Aber wir haben jetzt wenigstens erstmal Wettingen-Heilbad hier. Fertig. Und Appenzell. Na gut, ich kann ja schon mal so die ersten Meter vom Gleis hier weiterbauen. Hier war ja nicht weiter in der Nähe. Nee, ne? Da gibt's dann, geht dann wahrscheinlich von Appenzell dann irgendwie hier was rüber. Könnte ich mir vorstellen, genau. Aber man könnte ja erstmal den Lückenschluss nach Appenzell machen, damit man dann einen Zug bauen kann, der irgendwie hier mal so quer... drüber fährt, auch wenn das wieder so ein eskalierender
eskalierende Streckenführung ist, die ich eigentlich nicht so wirklich geplant hatte. Aber naja. Wie das immer so ist, ne? Bei den OpenTTD-Staffeln. Irgendwann eskaliert es doch immer. Industrie vorbei. Kommt man hier gut rum jetzt hier hinten? Ja. Tja, wegen Gütern müsste man dann bloß auf der Insel hier nochmal gucken. Das könnte ja auch nochmal spaßig werden, wenn man dann hier so ein ganzes Güternetz noch bauen muss. Ich glaube, hier würde ich unten rumbauen. Hier brauche ich keine ewig lange Brücke direkt an der Küste lang. Ah, hier wird es ein bisschen knapp. Na gut, aber... Wie gesagt, das bauen wir in der nächsten Aufnahme fertig und dann könnte man wirklich schon mal einen ersten Zug irgendwie von hier unten, hier rum, hier lang, hier hinter, vielleicht bis hier fahren lassen. Das wird bestimmt interessant. Wenn wir das nicht verpassen... Ach, das ist auch noch der Zug, warte mal. Ach, das ist der Zug, der sich hier das Gleis tauscht. Gleis tauscht, sag ich, Gleis teilt. Der ist natürlich dann ein bisschen blöd im Hinblick auf mit einem Zug bis dorthin fahren. Naja, müssen wir halt mal gucken. Und um die Stadtverwaltung von... Wie ist das kaputt? Wettingen nochmal so ein bisschen zu besänftigen. Ach, wir sind ja bei sehr gut angekommen. Gibt es heute die Verabschiedung von der Aufnahme aus Wettingen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.